Lost in your majesty.
Provide
myself in you. Yeah, yeah. For you I worthy to receive honor, the highest worship, yeah, glory and power. My greatest joy is losing myself in you. Lost in your endless love, lost in your majesty, yet mercifully found, alive and finally free. At home within your grace, provided rich and free. Samuel Weber, Gemeindereferent hier in der Gemeinde in der FEG, und mir gebührt die Ehre, euch ganz herzlich willkommen zu heißen. Vor allem heiße ich die willkommen, die zum allerersten Mal hier in den Räumlichkeiten sind. So schön, dass sie den Weg gefunden haben hier in die FEG. Und ich will gar nicht viele Worte verlieren, sondern den Abend musikalisch klingen lassen. Aber bevor Danny Plätt hier die Bühne betritt, darf ich eine andere Band ankündigen, und zwar die Agape Band. Sie kommt so mehr oder weniger aus Paraguay. Die Köpfe der Band sind Anna und Carlos, und sie beide haben in der Schallwerkstatt studiert und haben darüber auch Danny Plätt kennengelernt, waren jetzt die ganze Tour mit dabei und dürfen den Abend heute musikalisch eröffnen. Deswegen mit einem großen Applaus, Bühne frei für die Agape Band. Einen wunderschönen guten Abend auch von unserer Seite. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Das letzte Konzert dieser Tour. Genau, warum spricht er denn so Deutsch? Ja, ich bin aus Paraguay, aber wir waren ein Jahr hier. Das ist meine Frau Anna, da ist unser Baby. Auch noch dabei, die anderen zwei Kinder konnten wir nicht mitbringen. Vielleicht erinnern sich welche von uns. Wir haben hier mehrere Male dienen dürfen, als wir in der Schallwerkstatt waren. Mit unserer, die Band, die wir da genau, durften wir mal mitmachen, fühlten uns wirklich wie zu Hause hier unter euch. Und das ist schön, diese Tour hier beenden zu dürfen. Ich wollte ganz kurz nur sagen, das erste Lied, was wir jetzt so singen wollen, das heißt Immanuel, haben wir in der Schallwerkstatt geschrieben mit einem Kollegen, mit dem Daniel Kümmling. Und da war der Danny als Gastdozent bei uns. Und das ist so ein Weihnachtslied, was in der Zeit entstanden ist. Genau, fühlt euch frei, auch gerne mitzusingen, den Refrain, wenn ihr wollt. König wird zum Diener, verzichtet auf den Glanz und wählt das Leid, das Licht erhält das Dunkel. Die Ewigkeit beschränkt sich auf die Zeit.
Die Jungs hier hinter mir verstehen nichts, was ich sage, aber die freuen sich auch sehr, hier sein zu dürfen. Wir kommen aus Paraguay und Paraguay singen wir meistens auf Spanisch und wir wollen euch gerne jetzt noch ein Lied auf Spanisch vorsingen, aber wie gesagt, dürft gerne, gerne mitsingen. Das heißt, Freedom is Coming auf Englisch, wir singen das auf Spanisch, Drei Libertad, ihr könnt die Übersetzung da im Englischen lesen, aber es ist so schön einfach zu wissen oder uns zu erinnern in dieser Adventszeit und immer wieder. Der sagt es so schön, ich spüre, es kommt und es bringt mir Freiheit. Sein Name ist Jesus. Wie schön dieser Name ist. Ich will euch einmal den Refrain vom Lied singen. Wir haben hier ein technisches Detail gehabt. Wir werden nochmal anfangen. Aber ich zeige euch mal den Refrain. Der sagt so, wenn ihr auf einmal mitsingen wollt, der sagt, das ist sehr spontan jetzt. Ich bin manchmal spontan, aber der sagt, siento que viene y trae libertad todo lo que nato lo desata tu amor. Siento que viene y trae libertad, su nombre es Cristo. Schaffen wir das zusammen? Ja? Ich glaube ja. Okay? Hay una tierra prometida en ti y en medio un abismo me separa de allí. Sigo pisando huellas, Jesús, a donde me llames, llevaré yo tu luz. Siento que viene y trae libertad todo lo que me ató, lo desata tu amor. Siento que viene y trae libertad, su nombre es Cristo. Gracias a ti. Cuando hay gigantes que
Amen. Und dann haben wir noch ein letztes Lied, nur als Agape, machen wir mit Danny weiter. Aber dieses Lied ist aus Paraguay und vielleicht wisst ihr es nicht, aber in Paraguay haben wir zwei offizielle Sprachen, nicht nur Spanisch, sondern auch Guarani, genau. Und das kommt von den Indianern, Guaraníes, ein Volk, der in Paraguay in der Region sehr stark war immer, und die gibt es bis jetzt noch. Und genau, dann ist das eine offizielle Sprache, die wir in der Schule auch lernen. Und dieses Lied beinhaltet beide Sprachen so gemischt. Und das heißt Yopara, wenn Spanisch und Guarani zusammenkommt. Das heißt Yopara, das wird viel in den Straßen geredet. Und ich kann nicht sehr gut Yopara, aber dieses Lied schaffen wir schon. Und das ist so eine schöne Beschreibung, wie ein weihnachtliches Fest in Paraguay ist. Und das ist in einem paraguayischen Musikstil, das heißt Polka Paraguaya. Wir hoffen, es gefällt euch, dürft auch gerne mitklatschen und so in eure Stühle ein bisschen mittanzen. Und das ist so schön, wir bringen einfach, die Idee vom Lied ist, wir bringen alles, das Schönste, was wir haben. Vielleicht kann ich was, auch wenn viele Leute ganz arm sind, bringen wir einfach was, vielleicht ist es Einfaches, aber wir bringen das von ganzem Herzen, um das Geburtstag von Jesus zu feiern. Dos trocitos de madera. José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y tallehuá color rosado. De regalos, sandías y pan, naranjitas y paco, de huerú que no mitan, ñandellara y peguara. De regalos, sandías y pan, buena, la noche del Morajú, qué lindo esto su pesebre, mirando un poco el Ebú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. Te regalo sandías y pan, naranjitas y pacoa, de huerú que lo mitan, ñandellara y peguara. Te regalo sandías y pan, naranjitas y pacoa. Amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroquesú. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisego y la gente, o ache corazón. Te regalo sandía y pan, naranjitas y pacoa, pehuerú que lo mitan, ñandellara y peguara. Te regalo sandía y pan. Dankeschön.
eines Nachts wie heute, klar wie Kristall, erfüllt von hellen Lichterstrahl, Blinde, Lahme, Taube werden geheilt und der Hirte bei dem König weilt. Eines Nachts wie heut, da gab es Krieg. Die Engel kämpften um den Sieg. Sie kämpften gegen Satans Heer mit Geisteswaffen, Schwert und Speer. Eines Nachts wie heut kam der Befehl von Gott zum Engel. Ich habe meinen Sohn gesandt. Er kommt vorbei die Nacht. Der Gottessohn, er kommt mit Macht. Blinde, Lahme, Taube werden geheilt und der Hirte bei dem König. Eines Nachts wie heut, als Himmelsmacht, das Reich der Finstern ist zerbracht, gewann das Heer um Gabriel die Schlacht für den Immanuel. Eines Nachts wie heut, da erfüllt von hellem Lichterstrahl. Eines Nachts wie heut, da klang empor der Lobgesang vom Engelchor. Er kommt vorbei die Nacht, der Gottessohn. Taube werden geheilt und der Hirte bei dem König weilt. Von hellem Lichterstrahl, eines Nachts wie heut, da klang empor der Lobgesang vom Engelchor. Er kommt vorbei die Nacht, der Gottessohn, er kommt mit Macht. Eines Nachts wie heut, eines Nachts wie heut, eines
Nachts wie heute. Eines Nachts wie
das aufnehmen. Erinnern sich vielleicht ein oder zwei von uns ja ganz zufällig daran, dass wir vor einiger Zeit dieser interessante Kapitel durchlebt haben, die manche Leute als The Great Lockdown bezeichneten. Tatsächlich hat sich The Great Lockdown wahrscheinlich so unauslöschlich und traumatisch wie eine posttraumatische Belastungsstörung in unser Gewissen eingebrannt, dass wir in gedämpften Tönen bis an unser Lebensende von den Ereignissen des Lebens als Prä-Corona und Post-Corona sprechen werden. Ich bin im Internet auf eine Liste mit dem Titel Die besten lustigen Quarantänesprüche gestoßen. Möchtet ihr einige davon hören? Also hier ist eine. Der weltberühmte Spion James Bond erhielt eine Nachricht von der britischen Spionagentur MI6, die besagte, Ihre Mission, sollten Sie diese annehmen, ist es, die letzte Rolle Klopapier zu finden. Vorsicht, diese Nachricht wird sich in 10 Sekunden selbst spülen. Hier ist noch eine. Manche Arbeitskollegen sind wie das Coronavirus. Man meidet sie in der Hoffnung, dass sie dadurch verschwinden. Aber sobald man sich sicher fühlt, tauchen sie plötzlich wieder auf. Eine Frau beim Telefonieren fragt ihre beste Freundin, ach, wie lange bist du schon in die Quarantäne, Emilia? Und die Freundin antwortet, 6 Kilo und du? Habt ihr das auch gehabt? Oh Mann, mein Plan zu Beginn der Quarantäne. Jeder Gang in die Küche kostet mich 10 Liegestütze. Tja, jetzt steht der Kühlschrank bei mir im Wohnzimmer. Es gab auch ganz bestimmte Songs, die für mich sehr bedeutungsvoll wurden und ein großer Trost waren. Vielleicht kennt ihr dieses. Don't stand so, don't stand so close to me. Don't stand so, don't stand so close to me. Kennt ihr das Lied? Nein. Das war ein riesen Hit von die Police damals. Kennt ihr dieses? My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ich erinnere mich an alle Stornierungen, Konzerten und Konzerttourneen. Letztes Jahr hatten wir 12 Konzerte gebucht. Und wir mussten 2 Wochen davor alles in den Mülleimer werfen. Das tat richtig weh. Ich erinnere mich an das Warten. Warten auf den Tag, an dem ich endlich wieder in mein Fitnessstudio gehen kann. Warten auf den Tag, an dem wir uns wieder zu Weihnachten, Geburtstagsfeiern, Familienfeiern versammeln können. Warten darauf, gute Freunde und geliebte Menschen wieder umarmen zu können. Warten, warten und dann nochmals warten. Und doch war unser Warten in der großen Lockdown nichts im Vergleich zu den Hunderten und aber Hunderten von Jahren, auf die Israel auf das Kommen seines Retters, des Messias, gewartet hat. Aber die lang ersehnte Zeit ist dann endlich gekommen. In Jerusalem lebte ein gewisser Mann namens Simeon. Er war sehr alt, ein guter und religiöser Mann und hatte sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Gott hatte ihm versichert, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias des Herrn gesehen hatte. Und eines Tages ging Simeon, von Gott veranlasst, zum Tempel im Herzen von Jerusalem. Das war genau der Tag, an dem Maria und Josef das Jesuskind hereinbrachten, um für es zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte.
Simeons Augen wurden geöffnet und er erkannte das Jesuskind als das, was es war. Simeon nahm Jesus in seine Arme und pries Gott und sagte: O Gott, so wie du es versprochen hast, kann ich jetzt in Frieden sterben. Denn endlich habe ich dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Unsere lange Warten hat ein Ende bekommen. Das Licht für die ganze Welt ist endlich da. Friede fühlst, Tod.
möchte jetzt unsere Band vorstellen. Dieser junge Mann kommt aus Paraguay, hat einen Bachelor in Kunsterziehung und unterrichtet an einer christlichen Schule, die von seiner Heimatgemeinde betrieben und geleitet wird. Er spielt Bassgitarre und heißt Samuel Gonzalez. Er kommt aus Brasilien, ist mit Daniele verheiratet. Er und Daniele haben zwei Söhne, Tobias und Lukas. Er spielt Schlagzeug und heißt Marcos Campos. Eine junge Dame, ungefähr so groß, mit Kamera, schwarze, dunkle Haare. Da ist sie. Sie kommt auch aus Paraguay. Sie arbeitet als Fotografin und Videografin bei einer Organisation namens Discover, die Teenager über Camps, Schulen, Veranstaltungen und Kirchendiensten erreichen. Sie heißt Rebecca, sie liebt Kunst, fährt Fahrrad, geht ins Fitnessstudio und träumt davon, einmal in einem anderen Land in der Filmproduktion zu arbeiten. Rebecca Ocampos. Zu meiner rechten Seite kommt aus Paraguay, er liebt Sport, geht gerne mit Freunden in gute Cafés, reist gerne und teilt seinen Glauben mit anderen durch Musik und musiziert mit seiner ganzen Familie. Er heißt Carlos Asse. Die Anna Asse, Anna und Carlos, die gehören zusammen und sie bekommen ein Baby. Ja! Die Anna kommt ursprünglich aus Uruguay. Anna verbringt gerne Zeit mit Freunden, liebt es, Sachen zu designen und spielt Tischtennis. Anna Asse. Diese junge Frau kommt aus Niederdreisbach bei Daden im Westerwald. Sie geht auch gerne in Fitnessstudio und liebt Kochen und Backen. Sie freut sich bald, ihre zweite CD mit einer Freundin zusammen zu produzieren und sie lebt von Gottes Zusage, was sagt, ich will dich segnen und du solltest ein Segen sein. Die Angelika Sturm. Ich glaube, die Anja brauchen wir überhaupt nicht vorzustellen. Oh, die Anja und ich, wir arbeiten und singen und musizieren zusammen seit viele, viele Jahren. Es ist immer ein totaler Genuss, mit die Anja zu singen und Musik zu machen. Sie kommt ursprünglich aus Lörrach, wohnt zurzeit in die Nähe von Freiburg, hat zwei wunderschöne Kinder, die Leni und Sean. Und wir freuen uns recht herzlich, die Anja hier begrüßen zu können. Habe ich Ihnen nicht vorgestellt? Oh, ich habe eine wichtige Person vergessen. Der Alejandro, er ist ein ganz cooler Typ. Er liebt Kampfsport, das ist alles okay, aber er liebt auch Country Music. Nein, Country Music ist ja ganz schon schön. Er reist gerne durch die Welt und singt gerne. Alejandro ist Physiotherapeut und ist in seiner Heimatgemeinde im Lobpreis tätig. Alejandro Cazzo, unser Gitarrespieler. Ja. Yeah. Als meine Tochter Lindsay 8 Jahre alt war, wollte sie unbedingt ein Lied schreiben. Und das Lied sollte ein Winterthema haben. Und sie wollte alles, was sie am Winter am meisten gefallen hat, in dieses Lied reinpacken.
Und ich habe sie ein bisschen geholfen beim Melodie schreiben und bei den Akkorde, aber im Großen und Ganzen hat sie das Lied selber komponiert. Und wir möchten das Lied jetzt für euch singen. Das heißt The Winter Show. Snow. Jingle, jangle, jingle, off we go, gliding to the winter show. Yori, ura, o, arie, yo, yori, ura, o, arie, yori, ura, o, arie, yo, gliding to the winter show. Skating, skiing, sledding, wonderland at the village winter show. Ich liebe Archäologie. Das ist eine schwer, das Wort ist nicht so einfach auszusprechen. Archäologie. Ich persönlich finde, dass die Qumran-Schriftrollen am Toten Meer, die zwischen 1947 und 1952 in den 11 Höhlen von Qumran in Israel entdeckt und enthüllt wurden, eine der faszinierendsten archäologischen Entdeckungen sind, die je gefunden wurden. Eine der entdeckten Schriftrollen war die berühmte Kupferrolle. Auf diesem Kupferblech ist ein Bericht über einen mysteriöses, verborgenen Schatz von großer Menge eingraviert. Diese Kupferrolle wird heute im Museum von Jordanien aufbewahrt. Gelehrte diskutieren darüber, ob der antike Verfasser der Schriftrolle einen tatsächlichen oder nur einen legendären Schatz beschrieb. 70 Jahre nach Christus versuchte Rom mit seinen Armeen in Israel einen jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Zur gleichen Zeit wurde die Kupferrolle geschrieben und versteckt. Einige Gelehrte haben argumentiert, dass der beschriebene Schatz von so großer Menge ist, dass er Stoff für Legenden sein muss. Aber andere Gelehrten haben spekuliert, dass die riesigen Schätze, über die in der Kupferrolle geschrieben wird, sehr wohl die gesammelten Schätze von Jerusalem und der damaligen israelischen Nation gewesen sein könnten, die heimlich versteckt waren, damit die Römer sie nicht finden konnten. Die Welt wartet weiterhin darauf, dass die Geheimnisse dieses Mysteriums
eines Tages gelüftet werden. So faszinierend und aufregend es auch ist, wenn ein uraltes, mysteriöses Geheimnis ans Licht kommt, das schönste, wundersamste, revolutionärste, gewaltigste und kolossalste Geheimnis, das jemals enthüllt wurde, war Gottes epischer Plan für die Welt, der zum allerersten Mal offenbart wurde. Leise, fast wie ein Flüstern, politisch unbedeutend, subversiv und in der Gestalt eines verletzlichen Säuglings. Nichts weniger als die Geburt der Hoffnung selbst. Das Christkind, dies war wirklich Gottes unglaubliche Enthüllung. Das Wunder der Wunder, seine Schöpfung. Jesus Christus, Gottes Geheimnis, offenbart. Das Wunder der Wunder geschieht.
A long, long time ago, a holy baby was born into this world far below, and he brought redemption. The angels sang to the earth, look now, here is your child, you must remember his birth. Oh, Messiah, you came as a little child. Oh, Messiah, so spotless and defiled. Oh, Messiah, you came to a world gone wild. Glorious and my Lord. Oh, Messiah, could you consider us? Oh, Messiah, you came to deliver us. Oh, Messiah, the life that you gave to us. Glorious and my Lord. A long, long time ago, a holy baby was born into this world far below, and he brought redemption. The angels sang to the earth, but now here is your child, you must remember his birth. Oh, Messiah, you came as a little child. Oh, Messiah, so spotless and defiled. Oh, Messiah, you came to a world gone wild. Glory was that of my Lord. A long, long time ago, a holy baby was born into this world far below, and he brought redemption. The angels sang to the earth, look now, here is your child, you must remember his birth. Oh, 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 Messiah, came as a little child. He brought redemption, the angels sang to the earth, look now, here is your child, you must remember his birth. Thank you.
and he brought redemption. The angel sang to the earth. Look now, here is your child. You must remember his birth. Ich möchte jetzt euch meine Familie per Bild vorstellen. Wir als Familie Plett haben im Südwestdeutschland an der Grenze zur Schweiz und Frankreich, das klingt ein bisschen wie hier, oder? 22 Jahre lang gelebt. In 2013 zogen wir in unsere Heimatstadt Steinbach, Manitoba, auf den Great Plains von Kanada zurück. Meine Frau Sherry wäre dieses Jahr sehr, sehr gern mit auf Tournee gekommen, aber sie hat viel Besseres zu tun, indem sie an zwei Tagen in der Woche sich um unsere Enkelin Isla Jane kümmert. Das sind unsere Tochter Lindsay und ihr Ehemann Brandon Post. Lindsay hält Vorlesungen an einer Universität in unserer Nähe und Brandon ist ein ausgezeichneter Gitarrist, Sänger, Songschreiber und Worship-Pastor in unserer Gemeinde in Steinbach. Das ist Lindsay und Brandons Tochter Isla Jane und meine Frau Sherry, die das tun, was sie am meisten liebt. Hier ist unser Sohn Jason und seine Frau Melissa an ihrem Hochzeitstag. Jason arbeitet im Marketing und in der Kommunikation und Melissa ist Biologin. Und so sieht es zurzeit bei uns zu Hause aus. Dies sind Freunde und Dienstunterstützer von uns bei unserem jährlichen Kaffee- und Kuchentreffen. Sherry und ich arbeiten mit Teach Beyond zusammen, früher bekannt als Jans Team. Wenn jemand von euch daran interessiert ist, unseren Dienst mit Teach Beyond zu unterstützen, gebe einfach die hier gezeigte Webseite-Adresse ein. www.teachbeyond.de/spenden/. Man kann auch über meine Arbeit und Musik informiert werden, indem du mir auf Instagram oder Facebook folgst. Man kann einen Großteil meiner Musik auf Spotify streamen und weitere Informationen über mich auf meiner Webseite erhalten. Ich würde mich riesig freuen, einige von euch dort zu sehen. Ich möchte auch aufmerksam machen wegen einem Projekt von Schall Werkstatt. Schall Werkstatt ist eine Musikschule. Die werden Anfang August ein Seminar machen. Und falls einige hier sind, die sehr gerne eine Weiterbildung, musikalische Weiterbildung machen möchte, wäre dieses Projekt eine ganz interessante Sache. Während der Pause, was jetzt kommt, wird auf Cyclus eine Reihe von Bildern von Schallwerkstatt laufen. Und ich glaube, auf eine dieser Dias gibt es nähere Informationen zu diesem Studium. Wie gesagt, wir möchten jetzt eine Pause machen. In der Pause gibt es, ich glaube, Getränke, was man kaufen kann. Schau mal unser CD-Tisch vorbei. Es gibt CDs von mich, von Anja Lehmann und auch von Agape Band. Also, 20 Minuten pausieren wir. Das geht dann bis 8:30. 8:30 treffen wir uns hier wieder. Also, viel Spaß bei der Pause. Rejecting evil.
myself in you. Lost in your endless love, lost in your majesty, yet mercifully found, alive and finally free. At home within your grace, provided rich and free. Yeah, I'm lost in you now, but found in you complete. Found, alive and finally free.
myself in you. Yeah, yeah. For you are worthy to receive honor, the highest worship, yeah, glory and power. My greatest joy is losing myself in you. Lost in your endless love, lost in your majesty, yet mercifully found, alive and finally free. At home within your grace, provided rich and free. In you.
We don't need it because they're all here. Habt ihr alle eine schöne Pause gehabt? Ja. Was gab's zu kaufen? Getränke? Würstli? Sehr gut. Wie gesagt, an zwei Tagen in der Woche betreuen meine Frau Sherry und ich unsere zweijährige Enkelin. Wir finden es ohne Ende faszinierend, ihr beim Spielen zuzusehen. Ihre winzige Spielsachen und Aktivitäten offenbaren ein ganzes Universum voller Fantasie, groß und weit. So klein Isla Janes Welt auch aussehen mag, wir sehen in ihren Augen ein viel größeres Reich. Es gibt echt verschiedene Möglichkeiten, wie Dinge groß und riesig sein können. Nur weil etwas winzig und unbedeutend aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es das auch ist. Zum Beispiel der kleine Junge, der sein Mittagessen aus 5 Broten und 2 Fischen gab, wurde zu einer Mahlzeit, die viele Tausende ernährte. Diese Geschichte erinnert mich immer an eine ganz, ganz peinliche Situation, was ich erlebt habe vor vielen Jahren in der Stadt Kloppenburg. Damals war mein Deutsch sehr begrenzt, aber ich wollte trotzdem von Jesus erzählen und ich wollte von seinen großen Wunder erzählen. Ich habe gesagt, Jesus hat große Wunder getan. Er hat sogar 5000 Menschen auf einmal verspeist. Ja, das muss man auch versuchen zu können. Ne? Also der nächste Song handelt nicht von 5000 Menschen verspeisen, sondern von einem winzigen Geschenk, das mit süßer Absicht und Aufrichtigkeit gegeben wurde. Und wie dieses winzige,
unbedeutende Geschenk zu einem mächtigen und unbezahlbaren Schatz wurde.
Schön. Ach, schön. Ich habe ein kleines technisches Anliegen. Der Batterie in meinem Pack, Heinrich, ist leer. Gibt es jemand, der mich neue Batterien bringen kann? Unser Drummer Boy. Okay. Oh, warte mal. Dann muss ich diese Teil wieder in mein Ohr stöpseln. Oh, ich höre. Thank you.
erneuere Welt. Dein König naht. Mach deine Tore weit. Thank you.
Ich bin vor ein paar Tagen bei uns aus dem Ort raus durch einen Kreisverkehr gefahren. Und da fiel mir auf, dass an der Seite die Wiese krass grün war und knallrote Blätter lagen auf dieser grünen Wiese und wurden von der Sonne total angestrahlt. Und das sah so krass super schön aus. Das Rot, das leuchtete so stark, da dachte ich, meine Güte, das hätte man jetzt fotografieren müssen. Aber natürlich, ich bin ja am Fahren und fahre dann schön weiter. Und auf dem Rückweg fiel mir dieses Bild wieder ins Auge. Und ich stand da direkt vor dem Kreisverkehr, vor so einem Zebrastreifen und dachte, pass auf, ich gucke mal schnell in den Rückspiegel. Aha, da kommt nichts, gut. Hab trotzdem zur Sicherheit die Warnblinker angemacht und gedacht, dann zücke ich schnell mein Handy und mache ganz kurz ein Foto. Nur die Botschaft, die ich für die gegenüberliegenden oder die entgegenkommenden Autos ausgesendet habe, war, da war Warnblinker an und die Frau holt das Handy raus. Also da hat die bestimmt einen Notfall. Deshalb fuhren die ganz langsam, blieben stehen so und guckten ins Auto rein und mir direkt vorm Bild, ich konnte natürlich kein Foto machen. Und dann dachte ich, oh Anja, du bist ja auch echt schlau. Du sendest die falsche Nachricht. Also ich habe allen gewunken, mir geht's gut und so weiter und dachte, komm, fahr weiter, sonst hältst du noch den ganzen Verkehr auf. Und ich fand das total witzig, aber es erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten. Weihnachten und all das, was drumherum passiert, zumindest bei uns hier in der westlichen Welt, was wir so sehen, ich finde, das schickt die falsche Botschaft. Weihnachten scheint sich allein um Weihnachten zu drehen. Wobei man dann die Hauptsache oft sogar aus dem Auge verliert. Die Hauptsache ist dieser Name, den wir gerade in diesem wunderschönen Lied gesungen haben, Immanuel. Ein anderer Name für Jesus. Gott hat gesagt, das ist Immanuel. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns, bei uns. Nicht weit, nicht ungreifbar, sondern ganz, ganz nah. Mir persönlich ist es extrem wichtig an Weihnachten. Jesus Christus, der gottgewordene Mensch, Gottes Sohn, ist ganz, ganz zum Greifen nah. Gott hat sich klein gemacht für uns. Und er ist deswegen so nah, dass wir nicht sagen können, God is watching us from a distance. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von Bette Midler gesungen. Ich mag das gar nicht. God is not watching us from a distance. Weihnachten heißt nicht, dass Gott aus der Distanz irgendwie zuschaut. Gott ist dabei. Er ist dabei. Er ist in meinen finanziellen Risiken dabei. Er ist in meiner Versorgung oder Nichtversorgung dabei. Er ist in meinen Nöten dabei. Er ist in meinen glücklichen Zeiten dabei. Er ist da, hauteng und alltagstauglich. Und was wir oft falsch verstehen, ist, dass Weihnachten nicht um Weihnachten willen gefeiert wird, sondern eigentlich wegen Ostern. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um uns gutes Gefühl zu geben, zu sagen, hey, ich bin bei euch, alles klar, Bruder, toll, schön, danke. Sondern er ist diesen Weg angetreten, als einziger Fehlerloser für meine Vergehen, für meine Unzulänglichkeit, für mein Kurzkommen zu sterben. Das Kreuz, das ist die Message von Weihnachten. Gott kam, um dieses Kreuz für mich zu erleiden, das auf mich zu nehmen. Damit in seinem Leiden meine Krankheiten geheilt sind, dass durch seine Hand, die er mir reicht, meine Sünden vergeben sind, dass durch sein Blut ich frei sein kann. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altertümlich. Ich möchte dir Mut machen, wenn du da noch nie was davon gehört hast, dass du dir eine Bibel nimmst und anfängst zu lesen. Fang an in Lukas 2 oder so. Und da kommt diese Geschichte von Jesus und es geht weiter. Maria, die diesen Sohn hielt, sie musste ihn wieder hergeben. Es hat der Mutter das Herz gebrochen. Aber sie hat ihn gehen lassen, um das zu erfüllen, was Gott geplant hat. Manchmal, wenn meine Kinder Albträume haben, erzähle ich ihnen, dass das Böse nicht kämpft gegen das Gute und es ist so ein Hin und Her die ganze Zeit. Das ist auch ein Missverständnis. Sondern ich erzähle ihnen, dass mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus Christus das Licht gewonnen hat über die Finsternis. Es ist keine Diskussion mehr. Amen. Und deswegen liebe ich Weihnachten, weil wir damit den größten Siegeszug antreten und die größte Feier halten, die wir halten können, nämlich dass Gott in Wirklichkeit zu uns auf die Erde gekommen ist und wirklich greifbar nah ist und er hat wirklich was zu sagen.
und wollen ihm einfach zuhören. Auch bei diesem nächsten Lied, da kommt es nochmal deutlich raus und ich liebe das und feiert dieses Lied mit uns. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice. Oh, hey.
Ich glaube manchmal, dass viele Leute denken, dass Jesus in Deutschland geboren ist. Deutschland ist das Land der Weihnachten, ne? Und alle schöne Lieder, die wir singen, Klingglöckchen, Klingelingeling und still, still, still und stille Nacht, weißt du, und all diese schöne Lieder, was zum Erbe die ganze Welt geworden ist. Und aber Jesus war nicht in Deutschland, auch nicht in Paraguay oder Kanada geboren, er war in Israel geboren. Und in Israel herrschte eine andere Musik als hier. Und mit einer anderen Skala und Töne, die wir sehr wahrscheinlich nicht so singen wie da im Nahen Ost oder die orientalischen Länder. Und als ich dieses Lied arrangierte, dachte ich, ich möchte und irgendwie der Touch des Nahen Osten da reinbringen. Ich kann mich gut erinnern, dass nach einem Konzert irgendwo in, ich weiß nicht, wo das war, es war auf jeden Fall in Deutschland, jemand ist auf mich zugekommen und gesagt, was ist mit all diesen Nahostklänge und all diese Sachen? Wir sind eine Morgen, wie sagt man das? Morgenland? Abendland? Morgenland? Nachmittagsland? Keine Ahnung. Aber ich finde es faszinierend, wie das diese Nahost ein bisschen da reinzubringen. Und wer kennt das Lied O komm, Immanuel? O komm, Immanuel. Da, 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 da. Nur zwei? Ach so, okay. Ja, gut, okay. Also, jetzt werden wir das singen und es wird ein bisschen anders. Aber ja, nichts mehr.
Durch Blumenfrost an Fenster nur strahlt Weihnachtsglanz heraus. Es waren ihre Schwefelhölzchen, die den Glanz entfacht. Und Kirchenglocken läuteten ihr Heim in dieser Nacht. Ihr Stimmchen längst erfroren klingt nach im Glocken. Hölzchen, Schwefelhölzchen fürs Weihnachtskerzenlicht.
Weihnacht, frohe Weihnacht, vom Schnee vergeht die Freude nicht. Hölzchen, Schwefel, Hölzchen, das lindert jeden Schmerz. Wenn Wärme kommt zum Fest in dein Herz. Hölzchen, Schwefel, Hölzchen, das lindert jeden Schmerz. Wenn Wärme kommt zum Fest in dein Herz. Angelika hat gerade ein Lied gesungen, das auf dem berühmten literarischen Märchen Das kleine Mädchen mit den Streichhölzern des dänischen Dichters und Autors Hans Christian Andersen basiert. Diese Geschichte wurde erstmals im Dezember 1845 veröffentlicht. Sie wurde zu einer Zeit geschrieben, als es eine unglaubliche Kluft zwischen den wenigen Reichen und der Masse der Armen gab. Ein anderer Schriftsteller namens G.M. Reynolds schrieb über die Armen in London Folgendes: Der grenzenloseste Reichtum ist der Nachbar der abscheulichsten Armut. Die Krümel, die von den Tischen der Reichen fallen, würden hungernden Millionen als köstliche Speisen erscheinen. Und doch erhalten diese Millionen sie nicht. Viele dieser hungernden Millionen landen im Gefängnis, wo die Opfer eines verdorbenen Zustands der Gesellschaft die Verbrechen sühnen, zu denen sie durch Hunger und Verzweiflung getrieben wurden. Und das Arbeitshaus, zu dem die Mittellosen, die Alten und die Freundlosen eilen, um ihre schmerzenden Köpfe niederzulegen und zu sterben. So viele lebten in Angst, nicht wissend, wie sie überleben würden, während unzählige Tausende in buchstäblicher Dunkelheit starben, ohne Nahrung, Wärme und ohne Licht. In gewisser Weise geht es heute wie damals immer noch. Es gibt Menschen hier sogar in Deutschland, die Angst vor dem kommenden Winter haben und auf einen milden Winter hoffen und beten. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat für Deutschland und andere europäische Länder ein Energieproblem geschaffen, das viele noch vor einem Jahr nicht kommen sahen. Aktuellen Umfragen zufolge erwarten 40% der Bevölkerung in Deutschland, dass sie im kommenden Winter Schwierigkeiten haben werden, ihre Energierechnung zu bezahlen. Von Anfang an wurde die Menschheit von einem Urtrieb angetrieben. Und das ist das Streben nach Wärme und Licht. Von Donnerblitzen über Holzfeuer bis hin zu einem übertragbaren Fackelfeuer, einem Wohnfeuer, Kohle, Torfmoosfeuer, Öl, Gas, Elektrizität und den vielen anderen Wärme- und Lichtquellen, mit denen wir heute leben. Der Mensch braucht Wärme und Licht zum Überleben. Wir brauchen es für das Wohlbefinden und das Gesundheit unseres Körpers. Deshalb haben viele in Deutschland und in anderen Ländern in diesem Jahr Angst vor dem Winter. Sie haben Angst, sich Wärme und Licht schlicht und einfach nicht leisten zu können. Genau wie der Körper braucht auch unsere Seele Wärme und Licht.
damit sie leben und gedeihen kann. Wenn unsere Seelen, unsere innere Person von Dunkelheit und geistige Kälte umgeben sind, beginnen wir in Verzweiflung zu gleiten. Dies kann zu Wut, Angstzustände, Hilflosigkeit, Depression und letztendlicher Selbstzerstörung führen. Aber wenn wir uns von der Dunkelheit zum Licht wenden, beginnen wir Wärme, Wahrheit und Gesundheit auf mehreren Ebenen zu erfahren. Aufgrund der Energiekrise, die der Krieg in der Ukraine mit Russland für Deutschland geschaffen hat, haben wir uns entschlossen, diese Konzerttournee der Idee des Lichts zu widmen. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass viele der Lieder, die wir heute Abend gesungen haben, sich auf Licht beziehen. Wir haben Texte gesungen wie »Klar wie Kristall«, erfüllt von hellem Lichterstrahl. Oder dort bricht ein neuer, herrlicher Morgen an. Wir haben gesungen, vertreib das Dunkel, unsere Nacht durch deines klares Lichtes Pracht. Und Angelika zuletzt hat, das lindert jeden Schmerz, wenn Wärme kommt zum Fest, in dein Herz gesungen. Aber was ist dieses Licht? Dieses Licht ist nicht irgendein Licht. Dieses Licht ist der Ground Zero dafür, warum wir Weihnachten seit über 2000 Jahren überhaupt feiern. Ein sehr weiser Mann schrieb einmal, dass das Kommen dieses Lichts das zentrale Ereignis in der Geschichte der Erde sei. Dieses Licht ist das Christkind. Das Jesuskind, das in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt wurde. Dieses Kind im Stall ist der Herr des Alls und das Licht dieser Welt. Jesus ist der Sohn Gottes, gekommen, um das Licht der Welt zu sein. Derselbe weise Mann schrieb, der Sohn Gottes wurde Mensch, um Menschen zu befähigen, Kinder Gottes zu werden. Vielleicht möchtet ihr euch dieses Jahr von eurer Dunkelheit dem Licht der Welt wenden. Von Verzweiflung zu Hoffnung, von Wut zu Frieden, von Angst zu Liebe, von Zweifel zu Glauben, von der Zerstörungskraft der Dunkelheit zum heilenden und vergebenden Licht Jesu. Ich möchte jetzt direkt diese Jesus ansprechen. Von den Schwierigkeiten und Unsicherheiten der letzten Jahre bis heute, in denen wir uns alle befinden, wenden wir uns von unserer Dunkelheit zu dir, Jesus, Licht der Welt. Wir wenden uns von der Verzweiflung ab und stellen uns dir, der Quelle der Hoffnung, gegenüber. Von unserem Zorn zu deinem Frieden. Von der Angst zu deiner vollkommenen Liebe. Und von unserer Dunkelheit wenden wir uns der Wärme deines Lichtes zu. Danke, dass ihr Versprechen, uns niemals zu verlassen, wahr ist. Und wenn wir im Leben Schwierigkeiten gegenüberstehen, danke, dass deine Wärme und dein Licht uns umgibt, uns ruft, uns tröstet und uns stärkt. Wir laden dich in unsere Herzen und Leben ein. Amen.
Wir möchten uns bei euch bedanken, dass wir hier sein durften.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zur Adventszeit, zu der Weihnachtszeit, dass es euch gut geht mit Freunde, Familie, dass ihr wirklich diese tiefgehende Sinn vom Weihnachten erleben. Und wir möchten wirklich euch Gottes reichen Segen wünschen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds tend their watching, tell it on the mountain, and grateful hearts by night. Tell it on the mountain, behold, we're gonna tell it. Tell it on the mountain, there's shown a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and born. And lo, when they have tell it on the mountain, all bow, tell it in prayer. Tell it on the mountain, to travel down to tell it on the mountain, to where the babe was laid. Go tell it on the mountain, over the hills and that Jesus Christ is born. We're gonna tell it on the mountaintop. We're gonna tell it on the mountaintop. We're gonna tell it on the mountaintop that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born.
and go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yeah.
Hände hoch, die Hände hoch. Danny, Danny, danke dir. Ich will auch noch Tschüss sagen. Heinrich. Gelis. Hey, ich darf auch noch Tschüss sagen und ich will mich bedanken bei dir, Danny. Danke, dass du uns mit hineingenommen hast in diese Adventszeit, dieses Weihnachtswunder, was du uns vorgespielt hast und uns hinein hast tauchen lassen in diese Welt des Weihnachtswunders. Danke dir. Ich kenne mich nicht mit Blumen aus und ich kenne mich nicht mit Wein aus, deswegen schenke ich dir was, womit ich mich auskenne, Schokolade. Und das schenke ich dir und deiner ganzen Crew. Ich habe deinen ganzen Beutel voll. Nehmt euch, bedient euch. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr hier wart für dieses Weihnachtskonzert. Habt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen schönen kommenden Advent. Dankeschön. Schönen Abend, komm gut nach Hause. Mhm.